Jo, moin Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einem neuen Gameplay-Commentary hier auf meinem Kanal. Heute seht ihr zwei Runden Suchen und Zerstören. Hier die erste Runde ist auf Resistance und die zweite Runde ist auf Underground. Es sind doch zwei schnelle Runden, dementsprechend ist auch der Score, aber in meinen Augen ist es trotzdem ein doch recht guter Score. Die erste Runde Suchen und Zerstören wurde mit der MP7 schallgedämpft in der doch sexy Goldtarnung erspielt. Und die zweite Runde wurde mit der PP90 M1 aka Wasserpistole Super Soccer unterstrich HD erspielt. Es wird nicht eine tolle Waffe, diese Super Soccer HD Waffe, aber es wird eher im nächsten Gameplay sehen. Die beiden Gameplays tun aber jetzt hier wirklich gar nichts zur Sache, da ich mir ein doch wichtiges Thema rausgesucht hatte oder ein für mich interessantes Thema. Und ja, das wollte ich euch heute mal so an die Ohren klatschen, so wie ein schönes Kotelett. Und deswegen wollen wir auch gar nicht viel Zeit verlieren, sondern direkt einfach mal anfangen. Und ja, das Thema, was ich mir ausgesucht hatte, ist das sogenannte Campermap-Syndrom. Jetzt fragt euch bestimmt, was will der von uns? Campermap-Syndrom? Hat er noch alle beisammen? Ja, habe ich. Das kann ich euch schon mal sagen. Nein, ganz einfach. Ich spiele sehr lange schon Call of Duty. Seit dem ersten Teil, seit United Offensive. Und so seit Black Ops. Nein, viel früher. Viel früher. MW2 sagen wir jetzt einfach mal. Ja, sagen wir MW2. Hört man sehr oft das Wort Camper Maps. Und da fällt mir immer dazu ein, okay, man hat eine Map, die sehr verwinkelt ist. Und die Gegner schimmeln einfach in der Ecke. Und warten darauf, dass die Beute nur so in ihr Visier läuft. Und schwuppdiwupps entsteht aus dieser Map eine Camper Map. Und er wird nur geflamed, gehatet. Und ja, die Map, die wird ziemlich in den Hintergrund gerückt, sprich, sie wird bei der Abstimmung, die man in der Lobby immer hat, eigentlich nie abgestimmt, sondern immer die jeweilige andere Map, die dann zu dem Zeitpunkt zur Auswahl steht. Und ich kann sowas einfach nicht verstehen, warum man Maps als Camper-Maps bezeichnet. Man muss das mal anders sehen. Kommt es nicht eigentlich darauf an, wie die Lobby strukturiert ist, also sprich, welche Spieler da drin sind? Ich meine, stellt euch mal, nehmt es mal an, Resistance. Die Maps nennen wir jetzt einfach mal als Camper Map. So, aber was ist denn, wenn ich wirklich in eine Lobby reinkomme, wo die Spieler ein ganz normales Spielverhalten an den Tag legen, sprich, die nicht campen, keine Noobs sind, sondern einfach normal spielen, dann kann man doch nicht mehr zu der Map Camper Map sagen. Und ich finde, das ist einfach, das hat sich einfach wieder so, sag mal, schon fast, ja, eingebürgert. Und das hat sich einfach so mit der Zeit entwickelt, dass man halt bestimmte Maps einfach direkt als Camper-Map abstempelt. Und das finde ich völliger Schwachsinn, weil es einzig und allein immer an der Community liegt, oder mehr gesagt an den Spielern, die gerade in der Lobby sind. Dass, ich finde, man darf eigentlich keine Map einfach so abstempeln, weil ich meine, viele sagen ja mittlerweile, oh ja, im MW3, die Maps, die sind ziemlich verwinkelt, sind mit vielen Ecken, unnötiger Schnickschnack, und da campen sie echt alle nur. Ich finde, das ist völliger Schwachsinn. Ich finde, Call of Duty MW3, genauso wie MW2, aber auch MW1, haben fast alle denselben Map-Stil. Das heißt, die sind alle sehr ähnlich. Ich würde mal so sagen, wenn ich jetzt eine Map aus MW1 sehe, weiß ich sofort, okay, diese Map gehört zu der Modern Warfare-Reihe und nicht jetzt zum Beispiel zu Black Ops oder World at War. Und daher kann man, finde ich, jetzt nicht wirklich sagen, dass das alles Camper-Maps sind. Ich meine, natürlich, auf manchen Maps wird mehr gecampt. Und natürlich, daher entsteht dann auch das Klischee Camper Map. Aber man kann nicht sagen, dass das jetzt nur in MW3 oder MW2 sich so entwickelt hat. Ich meine, die Maps in MW1, wie ich schon gesagt hatte, waren nicht großartig anders. Nehmen wir es mal als Beispiel die Map Kreuzfeuer. Kreuzfeuer war eine Map mit einer großen Hauptstraße. Rechts und links waren Häuser, die alle begehbar waren. Und viele davon hatten sogar eine zweite Etage. Jetzt hier in MW3 ist sich aber beschwert, wenn es so viele Häuser gibt, die alle begehbar sind. Viele Straßen mit vielen Kurven. Aber das widerspricht sich doch dann. Ich meine, in Call of Duty 4, also sprich Modern Warfare 1, hat sich irgendwie keiner über die Maps aufgeregt. Es hat sich eigentlich allgemein keiner über das Spiel aufgeregt. Sei es über die Waffen oder über irgendeinen anderen Pipapo. Das heißt, das hat sich einfach so mit der Zeit wegen der Community entwickelt. Und ich sage es so, wie es ist. Es sind nun mal die Spieler daran schuld, dass diese Klischees entstehen, wie Camper Maps, Noob Tube und so weiter. Weil, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, könnt einfach mal drüber nachdenken, wenn ihr COD 4 gespielt habt und das und die Map, nur mal sagen wir nur die Map Kreuzfeuer mit Resistance zum Beispiel vergleichen. Es sind beides Maps mit vielen Straßen, beziehungsweise Kreuzfeuer mit einer großen Hauptstraße und mit vielen Häusern, die begehbar sind. Und mit vielen kleinen Positionen, wohinter man sich verstecken kann. Sei es nur irgendwie eine Holzabsperrung, sei es eine Mauer, sei es ein Bus, wo man reingehen kann bei Kreuzfeuer.
oder irgendwelche Mauern, die einfach an unnötigen Plätzen platziert sind. Deswegen kann man eigentlich nicht davon reden, dass sich die Maps nach der Zeit zu Camper-Maps entwickeln. Weil es liegt einzig und allein an der Community. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die geht mit der Zeit immer weiter den Bach runter. Man sieht es in MW3, man sieht es in MW2, man sieht es in so vielen anderen Spielen, man sieht einfach, dass sich die Community zum Negativen entwickelt. Ich habe schon so oft einen Commentary darüber gemacht, oder hatte schon mal einen Commentary darüber gemacht, wo ich darüber geredet habe, dass sich immer unnötig beleidigt wird. Aber ich will jetzt gar nicht wieder hier großartig vom Thema abschweifen, weil das kriege ich ja eigentlich immer ganz gut hin. Worauf ich nur echt hinaus wollte, ist, dass man sich echt mal überlegen muss, wie früher die Karten waren und wie sie heute sind. Und wenn man eigentlich mal drüber nachdenkt, sind sie nicht viel anders als früher. Das Einzige, das sich vielleicht in MW3 verändert hat, ist, dass man mittlerweile auf mehreren Ebenen spielt. Das heißt, die Maps, die sind nicht alle geradlinig. Man geht da mal eine Treppe hoch, da mal eine Treppe runter oder da mal einen Hügel hoch. Das war natürlich in Modern Warfare 1 nicht der Fall. Selbst in Modern Warfare 2 nicht, außer vielleicht die Map Afghan. Aber sonst sind die Maps vom Stil her noch genauso wie früher. Und ich habe auch schon sehr oft das, ich sag mal, das Geflame darüber gehört, dass in MW3 sehr viele unnötige Gegenstände auf der Map rumstehen. Zum Beispiel ganz viele Autos, die in die Luft fliegen, diese explodierenden Fässer oder irgendein anderer Gedöns. Nehme ich jetzt einfach mal wieder die Map Sumpf aus COD4. Dort gibt es sehr viele unnötige Gemüsestände, wo irgendwie diese ganzen Melonen so drauf liegen, wo man sich hinterlegen kann. Bagger stehen dort, die eigentlich völlig fehl am Platze sind. Unnötige Gebüsche, Autos, die auch quer auf einer Baustelle stehen, oder dieser große Hügel in der Mitte, dann rechts davon sind diese ganzen alten Metallwände, sage ich jetzt einfach mal. Könnte man genauso gut sagen, das ist unnötig. Warum stehen da Metallwände, wenn da eine Baustelle zum Beispiel ist, oder ein Sumpf, wie auch immer. Ich meine, wenn es ein Sumpf ist, dann hat auch eigentlich ein Bagger nichts zu verlieren, ja. Deswegen, also man muss sich echt mal an die eigene Nase packen und mal drüber nachdenken, wenn man echt Camper-Maps sagt, weil es ist nun mal in meinen Augen so, dass die Maps noch genauso sind wie früher und es wirklich daran liegt, wie man gerade spielt, beziehungsweise mit welchen Leuten man gerade in der Lobby ist. Und da kann sich eigentlich jede Map zu der sogenannten Camper-Map entwickeln. Selbst auf Maps wie Wasteland wurde gesagt, es ist eine Camper-Map. Springen wir nochmal zurück. Wasteland? Das ist doch diese Map in MW2, wo man eigentlich nur eine riesen Fläche hat, mit diesem großen Gebüsch in der Mitte, wo drei Bunkerwege sind und ein Bunker, oder? Und dann würde man sagen, das ist eine Camper-Map. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wenn man so eine Map als Camper-Map abspeist, weil das ist wohl das beste Beispiel, dass die schon mal gar nicht hinhauen kann, weil Wasteland, ich bitte euch, kann keine Camper-Map sein, das kann höchstens eine Sniper-Map sein. Und selbst da kommt es darauf an, wie die Lobby gerade strukturiert ist, welche Spieler da drin sind. Wenn man mit vielen in der Lobby ist, die gerne snipern, entwickelt sich natürlich die Karte zu einer Sniper-Map. Und die Map gibt nun mal die besten Voraussetzungen für eine gute Sniper-Map voraus. Das ist ganz klar. Aber wenn mir da einer kommt mit, das ist eine Sniper-Map, das ist eine Camper-Map, das ist doch der größte Schwachsinn. Und vielleicht konnte ich so manchmal, ja, wie soll ich sagen, die Augen öffnen, dass man vielleicht manchmal vorsichtig ist, was man sagt und, oder wie man was ausdrückt. Weil ich für meinen Teil habe daraus gelernt. Boah, hier ein schöner Triple Feed, wollte ich nur mal so angedeutet haben. Ja, mir ist das Wort jetzt gerade vollkommen entfallen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Gameplay gefallen, beziehungsweise das Commentary. Ich hoffe, wir sehen uns genauso putzmunter bei dem nächsten Commentary wieder. Und in diesem Sinne sage ich ciao. Das Telefon klingelt jetzt auch. Und ich bin raus. Ciao, euer Palmas.